Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Sommer, sehr geehrter Herr Dr. El-Masri, sehr geehrte Frau Dr. Klausing. Ich heiße Sophia Haller-Naubach und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Akademieprogramme des Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin und begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Wie viel Gott ist in den Heiligen Schriften? Es ist unser dritter Vortragsabend im Rahmen der Ringvorlesung Wissen und Glauben in Judentum und Islam. Die Ringvorlesung ist eine der vielen Veranstaltungen, die die Akademie des Jüdischen Museums Berlin im Rahmen des Jüdisch-Islamischen Forums organisiert, um den Austausch zwischen Juden und Muslimen zu fördern. Heute Abend stehen bei uns die beiden heiligen Schriften, Bibel und Koran, im Mittelpunkt. In diesem Zusammenhang interessiert uns die Vereinbarkeit der Vorstellung von der Urheberschaft Gottes mit den Ergebnissen der historisch-kritischen Forschung, die nachweisen, dass man die Entstehung dieser Texte, wie alle anderen Texte, vor allem aus ihrem direkten historischen und literarischen Kontext erklären kann. Wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Thema Herrn Professor Benjamin Sommer und Herrn Dr. Ghassan El-Masri gewonnen haben. Professor Sommer ist Professor für hebräische Bibel und antike semitische Sprachen am Jewish Theological Seminary. Dr. El-Masri war an mehreren Forschungsprojekten am Corpus Koranicum der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften beteiligt und forscht über den Koran. Dr. Katrin Klausing wird den heutigen Abend moderieren und die beiden Referenten vorstellen. Frau Klausing hat bereits die beiden ersten Veranstaltungen unserer Reihe moderiert. Für die bisher nicht dabei waren, eine kurze Vorstellung von Frau Klausing. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Zu ihren Schwerpunkten gehören Koranexegese und die muslimischen Perspektiven auf Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit. Herr Professor Sommer wird auf Deutsch vortragen, Herr Dr. El-Masri auf Englisch. Falls Sie eine Übersetzung ins Deutsche oder ins Englische wünschen, können Sie sich hier an der Seite Kopfhörer nehmen. Nun möchte ich das Wort an Katrin Klausing übergeben und wünsche uns allen einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zum dritten Abend, zur dritten Gesprächsrunde, die wir zu diesem spannenden Thema hier in Berlin in dieser Vorlesungsreihe beginnen werden. Ich freue mich sehr über die beiden Referenten, die heute vortragen werden, und ich bin mir sicher, das wird wieder eine spannende Diskussion, die wir wahrscheinlich abkürzen müssen, so wie wir es letztes Mal auch machen mussten, trotzdem es sehr viele Fragen gibt. Da Herr Sommer auf Deutsch vortragen wird, werde ich ihn auch auf Deutsch vorstellen. Und zwar ist Benjamin Sommer Professor, also Professor Bibelstudien am Jüdisch-Theologischen Seminar von Amerika. Er ist vorher Direktor des Crown Family Zentrums für jüdische Studien an der Northwestern University gewesen, wo er von 1994 bis 2008 gelehrt hat. Er war an sehr, sehr vielen verschiedenen akademischen Institutionen als Gastwissenschaftler tätig, unter anderem an der Hebrew University, dem Shalom Hartman Institut, der Universität von Chicago, der Bright Divinity School in Texas und vielen, vielen anderen. Er ist sehr, sehr aktiv gewesen. Er ist auch preisgekrönter Autor verschiedener Monographien. Ich will kurz die letzte vorstellen, die 2015 erschienen ist in der bei Yale University Press. Und zwar ist das sein letztes Buch, das er veröffentlicht hat. Da geht es um Offenbarung und Autorität, Sinai in der jüdischen Schrift und Tradition, was von ihm herausgekommen ist. Und er wird uns heute einführen in das Thema, das immer sehr, sehr stark diskutiert wird. Wir haben das in diesem sehr griffigen Titel zusammengefasst: Wie viel Gott ist in den Heiligen Schriften? Also wie, vielleicht provokativ zusammengefasst, wie glaubwürdig sind heilige Schriften, wie echt sind heilige Schriften, wie authentisch und damit auch autoritativ sind heilige Schriften. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag, Herr Sommer, und grüße Sie hier ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Viele Juden rezitieren, wenn sie die Tora vor den Gottesdienst aus der Lade nehmen, in der Synagoge,
Den folgenden Abschnitt aus dem klassischen Werk der jüdischen Mystik, dem Zohar. Ich bin der... die Handouts haben... Also, und wenn ich auch einen davon habe. Ja. Also, viele Juden rezitierten diese Wörter. Ich bin der Diener des Heiligen, der ein Gott der Wahrheit ist, dessen Tora Wahrheit ist und dessen Propheten wahr sind. Können wir, moderne Menschen, diese Worte wirklich aufrichtig sprechen? Können wir glauben, dass die Tora und die Propheten wahr und heilig sind? Moderne Bibelwissenschaftler stellen die Richtigkeit vieler der darin enthaltenen historischen Berichte in Frage. Sie haben gezeigt, dass es in der Bibel unterschiedliche, im Widerspruch zueinander stehende Erinnerungen an historische Ereignisse gibt, unterschiedliche, im Widerspruch zueinander stehende Auffassungen des Wesen Gottes gibt, unterschiedliche, im Widerspruch zueinander stehende Vorschriften des Gesetzes, das Israel befolgen soll. Kann die Tora angesichts der mehr modernen Bibelkritik noch als heilig angesehen werden? Die grundlegendste Bedeutung des Wortes Torah ist Führung, Weisung. Also zu was für einer Art von Wahrheit führt uns dieser vielstimmige und oft ambivalente Text? Im Folgenden werde ich zunächst beschreiben, wie Bibelkritiker die Bedeutung der Bibel als Quelle der Wahrheit untergraben haben. Im Anschluss lege ich dar, was ich als teilnehmende Theologie der Offenbarung bezeichne. Die teilnehmende Theologie widerlegt die Ansicht, dass die Tora nicht mehr als heilig angesehen werden könne. Die teilnehmende Theologie ermöglicht es gläubigen Juden heute, die Vielstimmigkeit der biblischen Text und der jüdischen Tradition ganz allgemein als eine Theorie der Wahrheit zu betrachten. Dieser Theorie zufolge treffen die von Himmel offenbarten göttlichen Wahrheiten zwangsläufig auf eine unvollkommene menschliche Wahrnehmung, was zu einem gewissen Maß an Fehlern oder Unwahrheiten führt. Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Anerkennung dieser Tatsache ein religiöses Weltbild unmöglich mache. Ganz im Gegenteil begünstigt eine Theologie, die die partizielle Natur der biblischen Wahrheit anerkennt, ein religiöses Weltbild sogar. Denn sie bejaht die Realität der göttlichen Offenbarung und erkennt gleichzeitig an, dass die Menschen die Offenbarung nur partiell aufnehmen können. Damit warnt sie vor dem Dogmatismus, der Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit, zu denen Religionen neigen. Der Dogmatismus schadet der erkenntnistheoretischen Demut, die Grundlage des religiösen Bewusstseins und Verhaltens sein sollte. Durch die Vielstimmigkeit der Tora und sogar durch ihre inneren Widersprüche wird diese Demut dagegen gefordert. Also zunächst stelle ich die Infragestellung der traditionellen Religion durch die Bibelkritik dar. Die meisten jüdischen und christlichen Exegeten der Antike und des Mittelalters betrachteten die Bibel als heilig und absolut zuverlässig, weil sie von Himmel kam. Die Worte in den 5 Büchern Mose stammen, nach Ansicht der meisten klassischen jüdischen Denker, nicht von Mose oder einem anderen Menschen, sondern von Gott. Die übrigen Bücher der Bibel sind für sie,
was den Inhalt angeht, wenn auch nicht in ihren Wortlaut, ebenfalls göttlichen Ursprungs. Dieser Konsens begann in Europa im 17. Jahrhundert zu bröckeln. Diverse Denker, darunter Baruch Spinoza und Thomas Hobbes, äußerten Zweifel daran, dass die Bibel wirklich aus einer himmlischen Quelle stammt. Mehrere Gelehrte des 18. Jahrhunderts, zumeist Protestanten, vor allem in Frankreich und Deutschland, vertraten die Ansicht, dass die biblischen Texte keine literarischen Einheiten und schon gar nicht von Gott geschrieben und vollkommen seien. Sie zeigten, dass die Tora, der Pentateuch, ältere Texte enthält, zwischen deren Erzählungen in einigen Einzelheiten Widersprüche bestehen. Der Verfasser oder besser Redaktor des Pentateuch habe diese älteren Dokumente zusammengeführt, ohne die Widersprüche zwischen ihnen auszuräumen. Der Verfasser bzw. Redakteur habe sich auf ältere Dokumente gestützt, die einander widersprachen und nicht verbindlich in Übereinstimmung gebracht werden konnten. Daher scheine es klar, dass die Tora nicht von einem allwissenden, jenseitigen Wesen verfasst worden ist. Im 19. Jahrhundert bemühten sich Wissenschaftler, die sich mit dem Ursprung des Pentateuch beschäftigten, mit beträchtlichem Erfolg seine textlichen Quellen zu identifizieren. Es entstanden verschiedene Theorien, die bis heute verfeind werden. Unter sämtlichen Spezialisten auf diesem Gebiet stellte sich aber ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein bis heute bestehender Konsens ein, der von vier wesentlichen Quellen des Pentateuch ausgeht. Oder unter jüngeren Wissenschaftlern kann man von drei literarischen Schichten sprechen. Im Hinblick auf andere Bücher der Bibel wurden ähnliche Theorien entwickelt. Die Entdeckung, dass die in den fünf Büchern Mose niedergelegten Gesetze nicht im Wortsinne mosaisch sind, wurde von vielen Juden in den letzten 200 Jahren mit Bestürzung aufgenommen. Ebenso wie die Erkenntnis, dass der Pentateuch Widersprüche enthält und damit unvollkommen ist. Die fünf Bücher Mose, der zentrale Teil der jüdischen Heiligen Schrift, wurden nicht von Moses verfasst, und da ihre Bestandteile einander widersprechen, können sie nicht von einem einzigen Autor stammen, geschweige denn von einem göttlichen. Darüber hinaus empfinden viele Juden und Christen die Bibelkritik als beunruhigend, weil sie Zweifel an der historischen Zuverlässigkeit zumindest mancher biblischer Texte aufkommen lässt. Moderne Bibelwissenschaftler fanden Mittel und Wege, die Geschichte des alten Israel zu verstehen, die in Widerspruch zu dem steht, was die Christen treffend als die biblische Heilsgeschichte bezeichnen. Die Bibel sah hinter den historischen Ereignissen im alten Israel das Wirken des Willens einen gerechten, gnädigen und allmächtigen Gottes. Moderne Historiker des alten Israel konzentrieren sich dagegen auf politische, wirtschaftliche und soziologische Faktoren, die in der Geschichte aller Nationen zu finden sind. So seien, gemäß der Interpretation vieler Bibelwissenschaftler, die Gesetze und Erzählungen in einer der vier Quellen des Pentateuch durch den Wunsch motiviert, zu Ruhm und Reichtum der Priesterschaft im alten Israel beizutragen. Eine weitere Quelle diene den wirtschaftlichen Bedürfnissen und dem sozialen Ansehen der Leviten. Nach einer extremen, aber verbreiteten Version dieser Art von Interpretation, die Religionswissenschaftler als Reduktionismus
bezeichnen, gehe es in diesen Texten eigentlich nicht um die Religion oder um Gott. Stattdessen seien in ihnen soziale, politische und wirtschaftliche Ansprüche bestimmter Personengruppen festgestellt. Gerade weil das Publikum dieser Schriften aber dachte, dass es darin um Gott ginge und möglicherweise sogar die Verfasser das glaubten, seien diese Festlungen umso wirksamer. Die modernen Reduktionisten behaupten jedoch, den Irrtum zu durchschauen, von dem sich sowohl die Autoren der alten Texte als auch ihre vormoderne Leserschaft täuschen ließen. Moderne Wissenschaftler bieten alternative Interpretationen historischer Ereignisse, die in der Bibel erzählt werden, und relativieren damit die in der Bibel selbst gegebenen Erklärungen. Also in den Büchern Jesaja, Esra und den Chroniken ist zum Beispiel zu lesen, dass Gott den persischen Großkönig Kyros dazu gebracht habe, Babylon zu bestrafen und die Juden aus Exil zurück in ihr Land zu führen. Moderne Historiker des biblischen Israel sprechen dagegen von geografischen, wirtschaftlichen oder auch Umweltfaktoren, die zum Niedergang Babylons und zum Aufstieg der persischen Reiches als der beherrschende Macht im Nahen Osten führten. Durch die Beachtung all dieser Einflussfaktoren stellte sich das Gefühl ein, dass die Bibel weniger ist als gedacht. Anstatt himmlische Weisheit zu übermitteln, spiegelt sie die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und psychologischen Gegebenheiten der diesseitigen Welt wider. Eine sich selbst widersprechende Anthologie, die den ideologischen Bedürfnissen bestimmter Gruppen oder Einzelpersonen dient und fragwürdige Interpretationen der Geschichte liefert, ist wohl doch nur eine Sammlung literarischer Artefakte, keine heilige Schrift. Im Licht der geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung schrumpfte die Bibel zu einem Bündel historisch und kulturell geprägter Textfetzen. Also, darin steht die Infragestellung durch die Bibelkritik. Jetzt möchte ich eine Antwort auf die Infragestellung geben. In meinem Buch Revelation and Authority, das heißt Offenbarung und Autorität, beschreibe ich die von mir sogenannte teilnehmende Theologie der Offenbarung, die eine Antwort auf die Infragestellung durch die historisch-kritischen Bibelstudien gibt. Diese Theologie baut auf Arbeiten von Denkern wie Franz Rosenzweig, Avraham Yehoshua Heschel und Louis Jacobs auf. Sie erkennt die Ergebnisse der Bibelkritik an, sieht den Pentateuch aber als Ergebnis eines Dialogs zwischen Gott und Israel. Ein Dialog, worin Israel und Gott nehmen teil, weiß es. Gemäß diesem Ansatz geben der Pentateuch und ganz allgemein die jüdische Tradition nicht nur den Willen Gottes wider, sondern spiegeln auch die Interpretation dieses Willen durch Israel und die Reaktion Israels darauf. Zur Verdeutlichung möchte ich die teilnehmende Theologie einer bekannteren Auffassung der Offenbarung gegenüberstellen, die ich als die Stenografietheorie der Offenbarung bezeichne. Nach der alten Stenografietheorie diktierte Gott Mose alle Worte des Pentateuch und Mose schrieb Gottes Worte nieder, ohne sie zu ändern. In der Stenografietheorie kommt jedes einzelne Wort des Pentateuch von Gott. In der teilnehmenden Theorie ist der Wortlaut des Pentateuch ein Gemeinschaftswerk, das himmlische und
und irdischer Beiträge enthält. Alternativ kann der Wortlauf des Pentateuch auch die ganze gar menschliche Antwort auf Gottes wirkliche, aber nonverbale, nicht wörtliche Offenbarung sein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Theologien lässt sich auch anders ausdrücken, nämlich mit einer Kapitelüberschrift aus Heschels Meisterwerk Torah min Hashamayim, die ins Deutsch übersetzt etwa lautet: Die Tora, Gefäß oder Partner. Gefäß oder Partner. Für die teilnehmende Theologie sind die Ungenauigkeiten und Widersprüche, die Bibelkritiker berechtigerweise in der Tora finden, nicht überraschend. Denn nach ihrem Verständnis stammt der konkrete Wortlauf der Tora nicht von Gott. In dieser Theologie wird anerkannt, dass die Formulierungen von Propheten, Weisen und Schriftgelehrten aus dem alten Israel stammen, die darin ihre eigene Auffassung der Offenbarung niederlegten oder die Auffassung ihrer Vorfahren, die diese ihnen erzählt hatten. Bei der Niederschrift der Worte der Tora reagierten die Propheten, Weisen und Schriftgelehrten auf die Offenbarung Gottes. Sie interpretierten diese Offenbarung und übersetzten sie aus einer möglicherweise nicht sprachlichen göttlichen Botschaft in menschliche Sprache. So spiegeln sich in den vier Quellen des Pentateuch Erinnerungen an verschiedene Ereignisse in der Geschichte Israels wider. Die menschlichen Wahrnehmungen, aus denen diese Erinnerungen hervorgingen, unterschieden sich von Anfang an. Das gilt insbesondere für die Texte, die die Offenbarung am Berg Sinai beschreiben, ein Ereignis, das die Kategorien der menschlichen Erkenntnis überstieg. Für manche Israeliten, die mehr die Aspekt der Erfahrung des Heiligen zuneigten, den Rudolf Otto als Faszinans bezeichnet, entfaltete das Mysterium der Offenbarung eine große Anziehungskraft. Die Erinnerungen dieser Israeliten liegen einem Bericht im Pentateuch zugrunde, demzufolge die Israeliten am Sinai im Begriff standen, auf den Berg zu eilen, auf dem sich Gott befand. Andere Israeliten am Sinai neigten eher dem zu, was Otto das Tremendum nennt. Aus ihren Erinnerungen entwickelten sich zwei weitere Berichte des Offenbarungsgeschehens, in denen die Angst des Volkes am Sinai im Vordergrund steht. Es ist denkbar, dass beide historischen Erinnerungen korrekt sind. Andere Unterschiede zwischen den Quellen ergeben sich aber zweifellos aus fehlerhaften Erinnerungen und Weitergabe. Die Redakteure der Tora verbanden dann diverse, bisweilen widersprüchliche Fakten über die frühe Geschichte Israels zu dem, was später als die fünf Bücher Mose bezeichnet wurde. Zwei Besonderheiten ihrer redaktionellen Vorgehensweise sind zu beachten. Erstens, wenn der Pentateuch verschiedene, sich überlappende, aber widersprüchliche Berichte über ein bestimmtes Ereignis enthält, vermittelt er uns damit auch eine Theorie der Wahrheit, so wie sie Menschen wahrnehmen können. Laut der von den Priestern geschriebenen Quelle des Pentateuch nahm Noah von jeder Tierart zwei Exemplare mit auf die Arche. Nach einer anderen Quelle nahm Noah von manchen Tierarten zwei und von anderen sieben mit. Die Tora sagt nicht, welcher dieser beiden Berichte korrekt ist. Sie nimmt einfach Verse zu beiden Versionen, das wirklich Geschehenen mit auf.
diese Vorliebe dafür, sich gegenseitig ausschließende Ansätze zu einem Thema einzubeziehen, findet sich nur in den Erzählungen, nicht nur in den Erzählungen, sondern auch in den Gesetzen der Tora. Die Leviten, die Deuteronomium aufgeschrieben haben, teilen uns mit, dass das Pesachopfer gekocht werden müssen. Und das kann man am Handout sehen, Deuteronomium 16,7. Da steht es geschrieben, du sollst es, das heißt das Paschatier, an der Stätte kochen, hebräisch uvishalta, das heißt sieden in Wasser. Du sollst es an der Stätte kochen und verzehren, die der Herr, dein Gott, ausgewählt hat, und am Morgen darfst du wieder zu deinem Zelten zurückkehren. Die Priester aber, die Exodus Kapitel 12 aufgeschrieben haben, sagen uns dagegen, dass es gebraten werden muss. In Exodus 12 lesen wir, über den Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Man könnte nun versuchen, die Leviten und die Priester irgendwie in Einklang zu bringen. Vielleicht soll es ja erst gebraten und dann gekocht werden. Aber die Priester, die den Text aus dem Buch Exodus niedergeschrieben haben, bestehen darauf, dass es nur gebraten werden darf. Das ist das 9. Vers. Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muss über dem Feuer gebraten sein. Es ist eindeutig, dass die Priester, das Exodus 12 aufschrieben, von der Praxis der Leviten wussten, die in Deuteronomium 16 niedergelegt ist. Und sie mahnen uns, dieses fehlerhafte Ritual nicht zu befolgen. Bemerkenswert ist, dass die Redakteure des Pentateuch beide Gesetze aufgenommen haben und keinen Hinweis geben, welches Gesetz wir befolgen sollen oder wie wir es zwischen ihnen entscheiden sollen oder ob wir versuchen sollen, sie in Einklang zu bringen und wie ein solcher Einklang herzustellen ist. Daneben ist eine zweite Besonderheit der redaktionellen Methode zu beachten. Die Herausgeber des Pentateuch versuchen nicht zu verbergen, dass ihr Werk eher eine Anthologie ist als ein Buch. Das zeigt sich zum einen darin, dass die Widersprüche und Wiederholungen, die sich aus der Zusammenstellung der Quellen ergeben, ohne Scheu ganz offen gezeigt werden. Aber auch die ersten Zeilen der Tora machen dies für jeden deutlich, der mit den erzählerischen Normen des Nahen Osten in der Antike vertraut ist. Texte, die zum gleichen Genre gehören, folgen oft bestimmten Konventionen, insbesondere in ihren ersten Sätzen. Das findet man in den Schöpfungsgeschichten des Nahen Ostens. Zwei babylonische Schöpfungserzählungen, Enuma Elish und Atrahasis, beginnen mit einem ungewöhnlich langen und komplexen Satz, der eine ganz bestimmte dreigliedrige syntaktische Struktur aufweist. In beiden Werken fängt der erste Satz mit einem temporalen Nebensatz an, gefolgt von einer Parenthese, in der die Situation von der Schöpfung beschrieben wird, und endet schließlich mit dem Hauptsatz. In der komplexen Syntax dieser langen Sätze spiegelt sich der Inhalt der Schöpfungsberichte wider, in denen der Übergang des Kosmos vom Chaos zur Ordnung beschrieben wird. Auch im ersten Satz der Genesis findet sich diese komplexe, dreiteilige Syntax. Sie können das in der Übersetzung von Genesis 1 auf dem Handout sehen. Da auch gibt es diese drei Teile. Faszinierend ist, dass
genau die gleiche Satzstruktur in Genesis Kapitel 2 wieder auftaucht. Auch das können Sie auf dem Handout sehen. Das ist ein bisschen länger. Beim Vergleich dieser beiden Passagen auf dem Handout werden Sie erkennen, dass der Pentateuch uns im Buch Genesis Kapitel 1 die Standarderöffnungssyntax einer antiken Schöpfungserzählung präsentiert. Nur wenig später, in Kapitel 2, präsentiert er uns diese Standarderöffnungssyntax jedoch noch einmal und direkt danach eine zweite Schöpfungsgeschichte. Kurz gesagt beginnt der Pentateuch zweimal. Damit wird deutlich, was für ein Werk der Pentateuch sein will. Eine Sammlung von verschiedenen Standpunkten und konkurrierenden Lehren. Die Tora versucht an keiner Stelle zu verbergen, dass sie zusammengesetzt wurde. Indem sie beginnt und gleich darauf noch einmal beginnt, verkündet die Tora: Ich präsentiere nicht nur eine Erzählerstimme, sondern mehrere. In der Tora ist der Kontrapunkt wichtig, nicht nur die Melodie. Diese Einsicht stützt den Ansatz der teilnehmenden Theologie, den letzter fordert dazu auf, die Tora nicht als das Werk eines einzigen göttlichen, unfehlbaren Verfassers zu lesen. Vielmehr beinhaltet sie unterschiedliche Interpretationen der göttlichen Offenbarung und gibt damit eine Debatte wieder. In einzelnen Fällen kann es natürlich mehr als eine richtige Meinung geben, aber in einigen der angesprochenen Fälle schließt die eine Version einer Erzählung oder eines Gesetzes die Gültigkeit der anderen aus. Mindestens eine der aufgeschriebenen Meinungen muss also falsch sein. Für Leser, die der teilnehmenden Theologie anhängen, ist das nicht überraschend, denn ihnen ist bewusst, dass die Autoren der Tora Menschen waren, dass sie damit auf eine echte göttliche Offenbarung reagierten, macht diese menschliche Verfasser nicht unfehlbar. Traditionelle Juden sind mit dieser Art von Text natürlich sehr vertraut. In den Werken der rabbinischen Literatur werden ständig mehrere Meinungen präsentiert. Die Mishnah beginnt mit der Frage, wann jeden Abend das Schma-Gebet gesprochen werden soll und gibt darauf drei mögliche Antworten. Dass mehr als eine Antwort auf eine Frage präsentiert wird, ist typisch für die gesamte Mishnah. In diesem konkreten Fall folgt die Auflösung, welche Antwort richtig ist, aber an anderen Stellen lässt die Mishnah einfach mehrere Meinungen gelten. Noch verbreiteter sind Gespräche und Debatte über Meinungen im Talmud, wodurch die ohnehin schon beeindruckende Vielstimmigkeit der Mishnah noch verstärkt wird. Klassische rabbinische Sammlungen von Bibelauslegungen wie der Midrash Rabba bestehen oft aus einer langen Liste verschiedener, bisweilen widersprüchlicher Lesearten von Bibelversen, die jeweils mit dem Worten Davar Acher, ein anderes Wort, eingeleitet werden. Die Rabbiner stören sich nicht an dieser Neigung, verschiedene Standpunkte darzulegen, die miteinander in Konflikt stehen. Wie es in der Mishnah heißt, ist jeder dieser Debatten eine Machloket Lashem Shamayim, eine Diskussion um des Himmels Willen. Das klassische jüdische Denken lehrt, dass es dem Ruhm Gottes dient, wenn wir Gedanken zur Tora austauschen, wenn wir Argumente gegen Ideen vorbringen, mit denen wir nicht einverstanden sind und auch wenn wir diese anderen Gedanken anhören und ernsthaft darüber nachdenken. Das rabbinische Judentum
betrachtet diesen dialektischen Prozess des Lernens durch Diskussion, Debatte und Meinungsverschiedenheiten als eine Form des Gottesdienstes, des Gottesdienstes. Die historisch-kritische Bibelforschung zeigt, dass die Liebe des Judentums zu unterschiedlichen Meinungen nicht erst mit den Rabbinern beginnt. Sie lässt sich auf die beiden Anfänger der Tora selbst zurückführen. Indem die Tora von ihrem ersten Bericht an ankündigt, dass sie mehr als nur eine Annäherung an ein Thema bieten wird, zeigt die Tora sich als etwas, das man als einen prototypischen rabbinischen Text bezeichnen könnte. Daraus ist es wichtig, daran zu erinnern, dass die rabbinischen Texte im Judentum nicht nur als akademische Übungen betrachtet werden. Genauso wie die Bibel werden die rabbinischen Texte als Teil der Tora gesehen, als heilige Texte, die aus der Offenbarung am Sinai hervorgehen. Genauer gesagt, werden Mishnah, Talmud und Midrash als Torahsche Be'alpeh, mündliche Tora, betrachtet. Die Bibel als Torahsche Bichtav, schriftliche Tora. Diese Begriffe kann man am Ende des Handouts sehen. Beide Teile der Tora sind den Juden seit jeher heilig. Damit sind wir bei meiner wichtigsten Schlussfolgerung angekommen. Zu Beginn meines Vortrags habe ich gefragt, kann die Bibel angesichts der modernen Bibelkritik noch als heilig angesehen werden? Die Antwort lautet, dass im Judentum die mündliche Tora seit langem als heilig betrachtet wird, obwohl sie widersprüchliche Meinungen enthält und von Menschen aufgeschrieben wurde. Das Judentum erkennt an, dass heilige Lehren von Menschen aufgeschrieben werden können. Als Antwort auf die theologische Herausforderung der modernen Bibelkritik müssen die modernen Juden lediglich anerkennen, dass die schriftliche Tora genauso ist wie die mündliche Tora. Sie enthält Debatten und Widersprüche, bleibt aber dabei heilig. Lassen Sie mich die von mir skizzierten Gedanken zusammenfassen. Gemäß der teilnehmenden Theologie der Offenbarung offenbarte Gott Mose, den Propheten und dem ganzen Volk Israel den Willen Gottes. Gott offenbarte diesen Willen auf eine Weise, die über die Sprache, sogar über normale Formen der Wahrnehmung hinausgeht. Mose, die Propheten und die Weisen übersetzten diese Offenbarung im Laufe der Zeiten in die konkreten Worte und Gesetze, die wir im Pentateuch, in der übrigen Bibel und in den rabbinischen Texten und in der ganzen jüdischen Tradition finden. Der Gedanke der Prophetie als Übersetzung hat eine wichtige logische Konsequenz, die Aufmerksamkeit verdient. Keine Übersetzung ist perfekt. Sie kommt dem Original bestenfalls nahe, entspricht ihm aber nie hundertprozentig. Das gilt für Übersetzungen aus einer menschlichen Sprache in eine andere menschliche Sprache. Es gilt umso mehr für die Übersetzung einer nichtsprachlichen göttlichen Mitteilung in eine menschliche Sprache. Die Produkte dieses Übersetzungsaktes sind Heilige Schrift und Tradition oder, um die jüdischen Begriffe zu verwenden, schriftliche und mündliche Tora. Toras, das heißt. In diesen beiden Teilen der Tora spiegelt sich wieder, auf welchen Arten wir Menschen die Selbstoffenbarung Gottes verstanden haben, aber auch,
auf welche Weise wir und unsere Vorfahren sie missverstanden haben. Solche Missverständnisse sind unvermeidlich, wenn das Transzendente immanent wird. Nicht immer verfälschen die Verzerrungen, die es in der Heiligen Schrift gibt, den göttlichen Willen. Aber intellektuelle Redlichkeit und religiöse Demut erfordern das Eigengeständnis, dass sie es manchmal tun. Dadurch erklärt sich die Existenz der verstörenden Texte in der Heiligen Schrift, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie nicht von einem gerechten und barmherzigen Gott verfasst worden sein können. Die Aufforderung im Buch Deuteronomium, alle Männer, Frauen und Kinder der Amalekiter zu töten, kann meines Erachtens nur auf einem groben Missverständnis des göttlichen Willens beruhen. In diesem Textabschnitt wurde das Verständnis der göttlichen Forderung an Israel, sich zu verteidigen und Missetäter vor Gericht zu bringen, übertrieben und daraus ein Gesetz der wahllosen Rache abgeleitet. Die Theorie über die der Tora zugrunde liegende Wahrheit erinnert uns also daran, dass unsere eigenen Wahrnehmungen unvollständig sind und dass auch die Tora selbst unvollständig oder sogar fehlerhaft ist. Gottes Wille mag vollkommen sein, aber unser Verständnis des göttlichen Willens kann nur unvollkommen sein. Aus diesem Grund ist uns mit einer Anthologie dieser unvollkommenen Wahrnehmungen am besten gedient. Das bringt uns zu einem wesentlichen Unterschied zwischen der stenografischen und der teilnehmenden Theologien der Offenbarung. Für die Stenografietheorie kam es das jüdische Gesetz in aller seinen Einzelheiten entweder direkt vom Himmel oder geht es aus der Interpretation des genauen Wortlauts von Texten hervor, die bis in den letzten Buchstaben von Gott verfasst wurden. Wenn die Einzelheiten der Halacha so unmittelbar von Gott stammen, dann können menschliche Autoritäten sie nur in begrenztem Maße verändern. Zudem kann dadurch ein außergewöhnliches spirituelles Selbstvertrauen gefördert werden, das leicht in Arroganz umschlägt. Es gibt nichts, was so gefährlich ist wie ein Mensch, der genau zu wissen glaubt, was seiner Gottheit will, und nicht, was so sehr die Demut vermissen lässt, die mit dem Bewusstsein, dass wir geschaffen wurden, einhergehen sollte. Es gibt zahlreiche empirische Belege dafür, dass die Gewissheit, Gottes Willen zu kennen, mit Arroganz, Unflexibilität und Intoleranz einhergeht. Aus der teilnehmenden Theorie der Offenbarung ergibt sich eine völlig andere Einstellung zu Änderungen in der Halacha und zu der religiösen Gewissheit. Eine solche Theologie führt zu einer flexibleren, aber nicht weniger engagierten und konsequenten Befolgung der religiösen Texte. Eine Person, die Einzelheiten des halachischen Systems als Versuche Israel betrachtet, einen göttlichen Befehl in den beschränkten Ausdruckmöglichkeiten der menschlichen Sprachen zu übersetzen, wird sich verpflichtet fühlen, diese Einzelheiten zu befolgen. Aber sie wird sich auch bewusst sein, dass die Übersetzung gelegentlich irren kann. Im Ergebnis sollten Juden, die einer teilnehmenden Theologie anhängen, in ihrer religiösen Praxis der Arroganz,
entgehen, die sich bei manchen Menschen, die einem stenografischen Ansatz folgen, störend darauf auswirken kann. Die Theologie, die ich heute vorgestellt habe, erkennt an, dass die Tora ein vielstimmiges menschliches Dokument ist, eher eine Anthologie als ein Buch, das an vielen Stellen anfällig für Widersprüche ist und bisweilen irrt. Das einzugestehen, hindert uns nicht daran, die Tora als heiligen Text anzuerkennen. Es weist uns jedoch darauf hin, dass Wahrheit eher etwas ist, nach dem wir streben, als etwas, das wir erreichen. So betrachtet, weist uns die Tora, die Schriftrolle der Führung, den Weg zur Wahrheit, bringt uns aber nichts bis dorthin. Sie versetzt uns vielleicht mehr in die Lage von Mose, der auf dem Weg ins gelobte Land ist, als in die von Josua, der es siegesicher betritt. Und Mose, nicht Josua, ist der prototypische Weise des jüdischen Volks. Diese Torah von Moshe, warnt vor dem Dogmatismus der Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit, die Religionen nicht selten hervorrufen. Die Vielstimmigkeit der Tora und auch die darin enthaltenen Widersprüche und Irrtümer führen uns zu der erkenntnistheoretischen Demut, die der Inbegriff des religiösen Bewusstseins und Verhaltens sein sollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Sommer, für diesen Vortrag. Ich stelle jetzt unseren nächsten Referenten vor. Und zwar begrüßen wir als nächstes auf dem Podium Dr. Rassan Al-Masri. Er ist seit 2006 akademisch in Berlin tätig und hat Philosophie an der American University of Beirut im Libanon studiert und seine Promotion dann hier am Arabistischen Seminar der FU Berlin angefertigt. Er ist im Anschluss an seine Promotion Leiter einer DFG-Forschungsgruppe zum Thema Ruin, vom Ruin zur Auferstehung gewesen. Und diese DFG-Forschungsgruppe hat die Datenbasis für vorislamische Poesie rund um das Projekt Corpus Koranicum, das vielleicht vielen Berlinern bekannt ist, möglich gemacht oder gegründet. Und in diesem Jahr wird von ihm im Brill Verlag eine Monographie erscheinen, und zwar seine Arbeit zur Bedeutung des Wortes Al-Akhira. Das ist ein Referenzwerk, das die Bedeutung eben dieses Wortes oder des Konzepts von Akhira, das heißt so viel wie Endzeit oder Jenseits, was damit beschrieben wird, das ist ein Referenzwerk eben zur Bedeutung dieses Konzepts und beschäftigt sich im Zuge der Erforschung dieses Konzepts eben auch mit Aspekten oder theologisch-politischen Aspekten von Endzeitvorstellung für den frühen Islam und für die frühe, für die Identität der frühen islamischen Gemeinschaft. Es gibt noch eine andere interessante Sache, die ich in seinem Lebenslauf gefunden habe, und zwar hat er vor einiger Zeit mal einen Preis gewonnen. Das ist eine Ausschreibung zum Noble Quran Oasis Projekt gewesen. Das ist ein Museum, wenn ich das richtig verstanden habe, das in der erleuchteten Stadt in Medina al-Munawwara, ich glaube, mittlerweile es sogar gibt. Ja, fand ich sehr interessant, was man als Akademiker, in wie vielen interessanten Bereichen man so überall unterwegs ist. Und jetzt freue ich mich auf Ihren Vortrag, Herr Al-Masri, und begrüße Sie hier oben ganz herzlich. Thank you. Thank you for the invitation to take part in this discussion. The broad subject of our discussion today
is the tension between knowledge and faith, more precisely between knowledge obtained by the historical critical approach to Holy Scripture and the religious faith these scriptures generate. As I understand it, it is essentially a discussion of the tension between two epistemic authorities, the empirical rational on the one hand and the revealed transcendental on the other. It is equally a contrast between two etiological accounts of Scripture, the earthly etiology and the heavenly etiology, or more precisely, the conditions and traditions from which the text originated on the one hand, and the spirit that brought revelation into human history on the other. I can avow my position on this debate from the very beginning, before I proceed to what I believe is the essential matter of discussion. My position is the following. The status of the Quran, and probably scripture in general, as a revelation will not be substantially challenged by historical critical inquiry. Its perceived meaning, however, has developed considerably in the last decades and will continue to develop in the future. So the discussion, as I understand it, is not a matter of either or, either faith or knowledge, but rather, how will faith interact with knowledge? Scholars should therefore be mindful of the theological consequences of the new knowledge they produce, especially at this point in time, where history and prophecy are re-emerging en force on the Islamic political scene. After this very general preamble, I wish to make a few observations that are specific to the Quran as an historical phenomenon and as the revealed word of God, and then propose a few items for discussion. The observations. First, Muslim scholars. Muslim scholars recognize the historical context of the Quran. They studied them under the rubric of occasions of revelation, asbab al-nuzul. Writing the biography of the Prophet, Sira, and collecting his words and deeds, hadith, provided the historical context of the revelation, which was only expanded, elaborated, and debated in the works of Muslim historians. They provided fully-fledged accounts of the details surrounding particular events that the Quran mentions. Muslim scholars delivered the Quran with a very rich and sophisticated historical narratives about the events and personae involved. They transmitted a plethora of narratives about almost every detail of the Prophet's life, his genealogy, birth, childhood, mission in Mecca, government at Medina, wars, personal habits, relations, and finally his death. They equally left abundant reports about the context of the Quran, which was integrated with the Prophet's life. The biography of the Prophet was the life of the Quran. It ensured that the Quranic revelations came accompanied with rich reports about how, when, whom, and why verses and surahs were revealed. Note on the margin that the historicity of the Quran was an entirely different question. And the heated theological debate between the Mu'tazila and their opponents testify to the centrality of the ahistorical, if you wish, atemporal character of the Quran and the Muslim dogma. Modern scholars. Modern scholars, for their part, tend to place the Quran in three milieus: the Jewish and Christian scriptural culture, the Arabian, typically poetic milieu, and a third context that has been relatively less studied, which is the Persian, namely Zoroastrian and Manichaean traditions. From each of these, the text of the Quran derived its substance, and upon each it had a significant impact. The Quran places itself in the genealogy of the Jewish and Christian scriptures, debates with the Arabian poets, and recognizes the Persian tradition without directly engaging it in any explicit dialogue. The claim that the Quran was revealed under the full light of history, im vollen Licht der Geschichte, requires a fair degree of qualification before we can admit to its truth, and cannot be taken at face value. It is true that by the 7th century, historical writing has reached a fair degree of maturity in the empire's neighboring Arabia,
and the regional context in which the Quranic phenomena occurred is sufficiently illuminated. We have useful reports about Roman and Persian presence and dealings with Arabia. We know plenty of their conflict that spilled over into the periphery of Hejaz in the lower Levant, Mesopotamia, and Yemen. These reports can be compared with what has been relayed by traditional Muslim historians and anthologists who collected poetry and oral reports. Although systematic research into this literature is yet to be undertaken, preliminary research shows that a comparative approach is potentially very promising. We equally have sophisticated records from neighboring religious traditions, Jewish and Christian literatures, hold a trove of theological materials that can potentially reframe our understanding of the contextual significance of the revelation. And they are likely to produce new theological imperatives that the next generation of Quran scholars must contend with. Regardless of the religious commitments, I will return to this point shortly. What we do not have is positive historical knowledge about the specific Hijazi context in which the Quran appeared. The abundance of historical light should not blind the reasonable reader from recognizing the fact that the mythical and the historical tend to appear in similar guises. They often wear each other's clothes. Moreover, the ensemble of history and myth raises difficult questions about the order of causality. Scholars who worked on the prophetic biography from a hagiographic perspective, for example, are convinced that the history of the Quran and its prophet were mythified retroactively to produce a theologically informed paradigm of prophecy. Traditional Muslim scholars, by contrast, believe just the opposite, that the prophet, by meticulously following the perfect prophetic paradigm, confirmed his election by the divine and was consequently vindicated by history. So did the myth produce the history, or did the history morph into a myth? This remains a moot issue that I think will continue to resist solution. The space between historical report and prophetic myth was felt by the first stratum of Muslim scholars. The sciences of hadith and exegesis exemplify how these scholars worked to fill this space and produce a coherent theology from the combination of the historical and the transcendental. The theory proposed by my colleague, Professor Benjamin Zoma, participatory revelation, might very well apply to the works of Muslim scholars who formulated their own response to the event of the Quran in light of prevalent historical knowledge. Their work reconciled revelation with the history of the Arabs and the biography of the Prophet and produced a theological paradigm that remained operative until very recently. If we discount inner Islamic differences about early Islamic history, the Shiite and the Sunni, namely, we can safely say that there was no enduring or real epistemic challenge to the inner Islamic account of the emergent of the text and the career of the Prophet. Even the emergence of what I call the socialist reading of the prophetic career, namely the one that culminated in the writings of William Montgomery Watt and Muhammad Hassanein Haykal, did not seriously challenge the traditional account. This is the account of the prophetic career in the last 50, 60 years, very common in the Arab world. According to this reading, the success of the prophetic mission was based on an economic infrastructure rooted in trade, the Meccan trade around Hijaz, that supported a cultural infrastructure of religious reform. The wheel of history, animated by a typical Marxist class struggle, vindicated the oppressed class against the financial Meccan elite. This reading of the prophetic career was immensely popular in socialist, mainly secular Arab regimes in the post-war period. They needed an historical paradigm that steers clear from salvation history and divine intervention and rationalizes the beginning of Islam without critiquing it. In addition, this reading of Islam stood without any support from the modern philological sciences. It merely reconfigured the traditional account in a matter that fits the spirit of the age. After this general observation, I ask for your attention regarding two items that I would like to propose for discussion.
As we all know, the philological sciences of the 19th century, comparative religious studies and Quranic studies have produced a considerable sum of new knowledge about the Quran and its context. So I will isolate two elements from the scientific corpus and consider them as test cases for the interaction between historical knowledge and revelation, and see how they fare and see what we can do with that and how we can work with this new input. The first is the case of Arabic poetry, and the second is the Quran's position towards the people of the book, or people of the Bible, Ahlul Kitab, the Quranic designation for the Jews and the Christians. First, on poetry. One salient observation about poetry that is particularly relevant for the Quran is poetry's preoccupation with history. Ad-dahr, time, and its effect on human existence, individual and collective, may be said to be the central theme of the pre-Islamic corpus of poetry. These poems typically open with what traditional Muslim commentators called the Nasib. The Nasib is a movement in the beginning of the poem, normally a pre-Islamic poem or a qasida has a tripartite division. It starts with the Nasib, continues to the gharad, the rahil, and then goes on to mufakhara. It's a typical structure. But our interest is in this Nasib where time and history are mentioned. The poet mentions in the Nasib the lost beloved and the deserted abode now lying in ruin. In the Nasib, time and its ruinous effects are always implied and often explicitly mentioned. This observation, once we couple it with what has been revealed by archaeological and epigraphic evidence of a decline in urban settlement in Arabia in the two centuries prior to the rise of Islam, give a new meaning to the poetic ubi sunt, Latin for where are those that lived here before us. Now, ubi sunt rests on the topos of the ruin. The poetic motifs, now seen against established archaeological and epigraphic knowledge, could no longer be read in the manner traditional commentators did, as a stylistic device that poets use as a literary convention. This motif, it appears, was an expressionistic description of the concrete reality of desolation in Arabia that these poets experienced. It was not a convention, but the expression of a pressing and urgent social reality that required immediate treatment. Not only did this observation root poetry in its historical and material context, the observation of archaeologists and epigraphists, it afforded the Quran scholar with a valuable interpretive key for understanding its dialogue with pre-Islamic poets. The Quran uses the same register of the Nasib, where the lost beloved is mentioned and the ruined house is mentioned, uses the same register and refers to the motif of the ruin quite vigorously in its rhetorical strategies. The ruin in the pre-Islamic Qasida, which stands eternally mute, doesn't answer, in the face of the incessant ubi sunt inquiries of the poet, speaks clearly and eloquently in the Quran. The ruined ancient polities recount and tell about the path that brought them to their regrettable end, and thereby warn the living polities of a similar destiny. Moreover, the poet's lost beloved and the ruined abode are diametrically reversed in the Quranic heaven. The righteous will be rewarded with precisely what the desolate poet lost, a loving youthful spouse and an eternally prosperous abode. Excuse me, I'm quite tired from traveling yesterday, so I beg your patience. This kind of historical discovery about the original context of the Quran only emphasized the meaning of the text and brought back to life literary and rhetorical elements that remained forgotten for centuries. Theologically, the new observations pose no challenge whatsoever to the believing Muslim. Indeed, a new meaning has thus been discovered, and the belief in the miraculous nature of the text that does not cease to generate new meanings has been reconfirmed to the pious. However,
Not all discoveries about the historical context of the Quran yield such felicitous results. Some will pose difficult questions or yield serious challenges to the theologian and the specialist in religious dialogue. This brings me to the second item, the people of the book, Ahl al-Kitab. I wish to reflect with you on a particular difficulty that is rather abstract in nature. You might have noticed I have an inclination to abstractness. However, despite its abstractness, it is immediately relevant for our lived reality. This difficulty relates to the Quran's relation to the previous scriptures and the early Muhammadan community's relation to Christians in particular. The Islamic dogma, as my generation and that of my father and grandfather at least, were taught in school and heard in mosques, was that the Prophet Muhammad preached the pagan Arabs what the previous prophets taught their polytheistic communities: monotheism, resurrection, divine justice in its predestination, etc. The people of the book, we were taught, were not the main target audience of the prophetic address. They only came into the picture in the Medinan period, when the community of the Arab prophet found itself in conflict with the Jews of Medina, on the one hand, and had to address the regional, mainly Christian Arab dynasties in Mesopotamia and parts of the Levant. Modern research into the historical context of the Quran has shown that this traditional, perhaps dogmatic, presentation of the state of affairs is untenable. The works of Donner on the nature of the believers and Gabriel Said Reynolds on the Quran's subtexts, among others, have given ample evidence, and these are the most recent, their epistemic genealogy stretches way behind. They have given ample evidence that the Quran is rhetorically and theologically vividly aware of its biblical audience, to say the least. The model proposed by Professor Angelika Neuwirth, my doktormutter, for this interaction between the faiths, for example, is essentially based on a mode of reading the text that places it in the epistemic space of late antiquity, her famous and fascinating work, the Quran als Text der Spätantike. That means, among other things, placing the Quran in the theological debate culture of the biblical tradition. This recognition of the biblical audience of the Quran imposes a question regarding the function of Quranic address vis-à-vis Ahl al-Kitab, the people of the book. And I have in mind here the Arabs among them, since it was them, the Arab Christians, that were most attuned to the developments among the Arabs of Hijaz. So what was the Quran's message to the people of the book? How did it function? This question can be reversed and stated in terms of the reception of the people of the book to the new revelations. How did they perceive the Quran? The question can have several answers. Two possible answers, however, stand out in the scientific literature of today. The first possible answer is that the Quran is a cultural translation of the previous traditions. It restated in Arabic what the previous traditions knew in Hebrew, Aramaic, and Syriac. As such, the prophetic performance and the Quranic address were typological reenactments of the biblical antitype. To clarify the notion of typology, I'm sure most of you are aware of it. It is, literary device wouldn't be the right word. It's an interpretive device used to explain the relationship between the New Testament and the Old Testament. So, for example, Isaac carrying the wood on which he will be sacrificed up the mountain, following the command and the wish of his father, is the antitype of Christ carrying his cross up the Via Dolorosa to the mount in Jerusalem, knowing that his father is preparing him for sacrifice. In the case of the Quran, a Quranic example is Moses' departure from Egypt to flee the oppression of Pharaoh is the antitype of Muhammad's
and his community's migration from Mecca to flee the oppression and the violence of the Meccans. So this, the typological device is typically used, especially in the work of Neuwirth, as an explanation of how the Quran relates to the previous scriptures. This line of answer, the typological, fits well with what Muslims believe about the function of the Quranic address. Muslims would agree to that. They would say, yes, well, he's preaching what the previous were preached in the same way, so it can be reconciled. And this poses little friction. But this is just one possibility. The second line of answer to the question regarding the Quran's message to the people of the book and their perception of the Quran is, by contrast, quite contentious. It is the eschatological answer. The Quran was the herald of an eschatological movement. It was neither a typological reenactment nor a cultural translation, at least not exclusively, but an eschatological fulfillment of apocalyptic expectations. Its advocates remind us of the fact, the advocates of this line, remind us of the fact that the Quran's main discourse is established on eschatology and salvation history. It actually merges these two. Quantitatively, the text is thoroughly immersed in the making of history, and its view on history is intimately intertwined with its eschatology. This has been abundantly remarked by Franz Bühl, Schnuck Hongkonje, Thor André, Paul Casanova, Wilhelm Rudolph, Suleiman Bashir, Madelung, Krone and Cook, Donner, and most recently Stephen Shoemaker, and I have similar observations in my forthcoming work on Al-Akhirah. This character of the text has been confirmed as well in the reception of early Islam by its neighbors, as documented by Robert Hoyland, saying Islam as others did. While early hadith compilations studied by David Cook confirm the same, early Muslim apocalyptic. The theological and educational consequences of this kind of reading require, I believe, extreme care in handling. The historical critical knowledge that we are producing can change society's perception and understanding of the Islamic revelation in ways that makes it quite difficult to manage. So mindfulness is essential, and a new brand of Islamic theology that is thoroughly informed of the new knowledge is anything but a luxury. Concluding statement. There might be a tension or even conflict between knowledge and faith, but the tension should be accepted as an essential character of this relationship and not an accidental matter that will completely disappear. It is not dissimilar to the tension between the mind and the body in Cartesian dualism. They are two essentially different ontologies that coexist. How they coexist and what is the nature of the relationship has been a matter of endless discussion. The tension between knowledge and faith also requires us to keep on discussing. And may the common word rectify what history spoils. I will suffice with these few words and thank you for your patient attention. Ja, vielen Dank für die beiden Vorträge. Ich warte jetzt noch mal, brauchen wir vielleicht Übersetzung hier oder sind Sie beide, kommen Sie beide mit deutschen und englischen Fragen klar oder brauchen Sie auch eine simultane Übersetzung vielleicht? Das wird schon klappen. Okay, gut. Alles klar. Wenn man Deutsch langsam spricht.
Ja, wir helfen uns schon, wir kriegen das schon hin. Ja, also ich würde Sie ermutigen, gerne Ihre Fragen auf Deutsch oder auf Englisch zu stellen. Beides ist möglich, also Sie müssen nicht Englisch sprechen, wenn Sie sich melden. Und ich gucke mal so ein bisschen rum. Ich würde Ihnen den Vortritt lassen. Ich habe mir ein paar Fragen für mich selber aufgeschrieben, würde aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit Ihnen den Vorrang lassen und schau mal, ob es hier schon ein paar Meldungen gibt mit Fragen zu den Referenten. Ja, da hinten sehe ich jemanden. Ja. Haben Sie gesehen? Da ist jemand. Ich bin sehr geblendet hier heute. It's on? Okay. I have a question in English. Welcome. In what sense is the revelation on Mount Sinai an event in history? Does it have a specific time and geographical location? Or is it perhaps in line with some of the implications of what you said, an interpretive category? I think I'll answer this in English. It's a question that comes up certainly already in Jewish theology, in modern Jewish theology. There are certainly those, one thinks, for example, of Hermann Cohen, a professor who, at the end of his career, actually taught here in Berlin, in the Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, after he had left his position as a philosophy professor. Certainly there are thinkers like Cohen for whom I think that interpretation is really more an interpretive category. And the idea of an actual historical event at Sinai where God genuinely communicated with a group of human beings gathered underneath some particular hill or underneath some mountain is not particularly important. It's not so important for Cohen that this was really an actual event. You might say that the idea of a story of a revelation at Sinai was a myth for Cohen, in the positive sense of the word myth that we use in religious studies. I myself, following more, I think the thinkers whom I mentioned, Abraham Joshua Heschel and Franz Rosenzweig, I actually do tend to assume that the event at Sinai was really an event. At the same time, I'm not sure that that's absolutely necessary for the argument that I made. I think that one could make the argument that I'm making, even if one is assuming that there wasn't literally a moment in history where a group of people led by a Levite who spoke Hebrew with an Egyptian accent named Moses actually heard this communication from God or sensed somehow a communication from God. The truth is that's not absolutely necessary, but I think the idea is probably easier to follow if we follow Heschel and Rosenzweig in thinking that there really was such an event. I don't know if that sort of answers the question two ways. I'm saying that I would want to answer that it was a historical event, but the truth is I'm not sure that it really needs to be a historical event. Already in Rabbinic Judaism, you get the idea that what happened at Mount Sinai was an event that all subsequent generations of Israelites or Jews actually attended, that Jews who had not yet been born were present somehow at Mount Sinai. Once you're saying that, you're saying, well, it's an event, but it's an event that happened outside of time and thus outside of history, and thus these two points of view, I think, begin to come together. Gibt's noch eine Meldung, sonst würde ich mal kurz eine Frage an Herrn Professor Sommer. Das ist vielleicht eine spezifische Frage, aber mich interessiert es. Sie haben ein sehr eindrucksvolles Beispiel für widersprüchliche Normen in den fünf Büchern Mose gebracht. Und mich würde mal interessieren, ob es, also man kann die auf unterschiedliche Art und Weise harmonisieren oder eben nicht harmonisieren. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass die einfach nebeneinander stehen und eins von beiden entweder richtig oder falsch sein muss. Gibt es so etwas wie ein zulässiges Prinzip von Änderung von Normen,
Also innerhalb von Offenbarung gibt es so eine Idee in der jüdischen Tradition, dass beide richtig sein können, aber vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gültig gewesen sind? English is fine. Certainly in Jewish tradition, in rabbinic tradition, there is the assumption, in most cases in rabbinic literature, that these apparent contradictions, of course, are not contradictions. Okay. And if one, because in generally in rabbinic literature, one starts from the assumption, from the judgment that God wrote the whole Torah, there is a single perfect author. In the stenographic theory, that's the assumption. And the truth of the matter is, if you start from the assumption that there are no contradictions, it's really hard to notice the contradictions. Yeah. Okay. And therefore, rabbinic literature has all sorts of ways of harmonizing the contradictions. In some cases, they'll say that they're talking about two different cases. So, for example, I talked about boiling or roasting the Passover offering. In rabbinic literature, it's understood, well, these are actually a reference to two different offerings. There are two different offerings that are offered on Passover, and one is done this way, the boiling, the other is done that way. Similarly, the law of slavery would be another example I would give, where the book of Exodus and the book of Deuteronomy clearly contradict each other. The book of Exodus says the law of when you free a Hebrew slave, it only applies to men. Deuteronomy says it applies to both men and women. They both have a right to go free. There are a number of other differences between these laws. In rabbinic literature, the interpretation is given, they're talking about two different types of slaves. One is a slave who sold himself into slavery to settle a debt. The other is a slave who was sold by a court of law into slavery, who was taken custody by a court of law and sold into slavery against his will. So if you start from the assumption that there are no contradictions, and then you perforce have to, in some cases you can harmonize, in many other cases you just say that, well, these two laws are talking about different situations. Okay, that would be a hermeneutical approach to harmonize that. That you find very, very often in rabbinic literature, yes. Okay. Ich gucke nochmal rum. Sonst habe ich eine Frage, ohne dass ich hier. Ich kann manchmal schwer sehen, wegen das Licht, das blendet irgendwie sehr stark. Ansonsten melden Sie sich einfach. Ich habe eine Frage an Herrn El-Masri. Und zwar haben Sie am Anfang von davon gesprochen, dass sich diejenigen Forscher, die sich oder Wissenschaftler, die sich mit dem Koran und seiner Rezeptionsgeschichte oder auch seiner Offenbarung beschäftigen, sich bewusst sein müssen über die Konsequenzen, die ihre Wissensproduktion sozusagen hat. Können Sie das nochmal für uns zusammenfassen? Welche Konsequenzen hat denn diese Wissensproduktion, die Sie uns an diesen beiden Beispielen zum Beispiel vorgeschlagen haben? Was hat das für die islamische Theologie oder für islamisch-theologisches Denken? One quality about the Quran that I think sets it apart from the Old Testament and the New Testament is its brevity. It's a small text. It's 70,000 words, and it has a theme that's predominant in it, and that's the eschatological. Each insertion of the Quran in history is also an insertion of history in the Quran. So you're activating its historical function. Now, how do you deal with the activation of its historical function? There are two models, I think. Of course, there are several proposed, but I think two that are predominant. One is the typological, that it is simply reenacting the same in a new context. Its relationship to the previous scriptures is a matter of copying. Now, some say copying unfaithfully, some say it's copying with the transcendental authority, but it's essentially a matter of repeating the same. This poses, I think, no difficulty and no challenge to the religious dialogue. However, there is an increased attention to its eschatological function in the literature. I think Stephen Shoemaker's work testifies to that. Segoia is another. It has been an old
claim of Orientalist studies about the Quran, I'm not using this term in any pejorative way, but it sort of receded in the 20th century, and it's seeing a comeback. And I think the comeback it is seeing is partly because of realizations about the text itself and its immediate context, and partly because of a socio-political contemporary atmosphere that we have. Now, how do you deal with its eschatological function? If it's eschatological, if it is really an eschatological text, then we need to deal theologically with issues of the Quran's what's attributed to the Quran as permitting the use of violence for the service of the word of God, or the duty to evangelize, or that previous scripture, both previous religions remain unperfected, etc. You generate these kinds of problems. Mm. Now, my understanding of Islamic exegesis is they actually treated precisely these kinds of problems. This is what exegesis did in the beginning. They de-eschatologized the Quran and lifted it to a sort of meta-historical, ahistorical status and dealt with this problem. It's really a question of, when I say we as theologians or those who do theology should be aware of that, it's really a question of being aware of the consequences of the knowledge we're producing. Of course, this is not to say that we should stop producing it. It will be produced willy-nilly. People are free to produce whatever they want. It's really a question of mindfulness of its consequences. Gibt es unter Ihnen noch Fragen? Ich gucke mich mal um. Haben Sie unter... Somebody in the back, but also I would have a question, but first... Yeah, okay, yeah, that's what I wanted to ask. There's somebody in the back? Können Sie den Arm hochhalten, dass ich... Alles klar, jetzt habe ich Sie gesehen. Noch jemand anders? Hier auf dieser Seite? Ja, sonst... I'd love to ask a question. Und noch jemand? Okay, then you will have one. Ja, ich fürchte oder ich glaube, Sie haben meine Frage schon fast beantwortet, aber ich wollte eigentlich die Gelegenheit nutzen, da wir zwei Vertreter hier haben von der jüdischen und von der islamischen Seite, an beide die Frage zu stellen. Ich habe es eben so verstanden, dass hier eine theologische Richtung präsentiert worden ist von beiden, die sozusagen in der Ablehnung von Dogmatismus und endgültigem Verständnis und endgültiger Festlegung der Texte sich unterscheidet von der, sagen wir mal, politischen Theologie, die ja in beiden Religionen möglich ist und auch geschieht. Und meine Frage ist an beide, wie sehen Sie die Möglichkeit, sozusagen diese antidogmatische Theologie gegen die politische Theologie ins Spiel zu bringen? Want to go first? Should I go first? I think you can answer. Yeah. So I think I would say, first of all, that in the case of Judaism, I certainly agree with what you're saying, that there's a sort of dogmatic approach to understanding Jewish tradition that has political consequences, especially in the state of Israel. And there is a more flexible approach to understanding revelation and therefore the nature of the authority of the whole tradition that stems from revelation. And that more flexible approach is, we assume, is less likely to create the sort of political narrow-mindedness that is so counterproductive to finding peace in the Middle East. I agree that that tends to be the case. But much of what I was talking about is, in terms of dogmatism, really did not have to do with politics. I think that the practical outcome of the difference between what I call the stenographic, the stenographische Theorie, and what I call the participatory theology, die Teilnehmende Theologie des Offenbarungs, der Offenbarung, the practical differences actually show up mostly in the way that people understand Jewish law and the extent to which Jewish law can change. So the question is,
for example, on questions of gender. Can we change Jewish law so that women can have equality within Jewish law with men, and therefore women can lead prayer services, women can serve as witnesses in a court, women can serve as rabbis? Those are more the sort of questions that I think, practically speaking, come out of this. I think that from a political point of view, there's a lot less that rides on this politically. After all, in the state of Israel, there are people on the right, there are people on the left, there are secular people who are on the right, who don't particularly believe in God anyway, but they're still very much on the political right, support Likud. There are religious people who are, fewer of them, but some, who are also who are on the left. So I think that the practical outcome of what I was talking about has to do more, I think, with questions of the evolution of Jewish law and the modernization of Jewish law, where the issues at hand especially have to do with gender, gender relationships and sexuality. And that's where I think that flexibility in the law that stems from a non-stenographic participatory theology has very, very important practical effects. That having been said, in terms of your asking the question, how much of a influence does what I'm calling the more flexible theology have? In the United States, certainly, there are liberal movements in Judaism in which this sort of theology that I'm proposing is very much at home. It's not a coincidence that I teach at the rabbinical seminary of one of those movements. But even in Orthodoxy, I'm surprised to find that there's a great deal of interest in this proposal. Since my book came out, I've really been quite surprised by how many Orthodox rabbis, Orthodox teachers, and Orthodox lay people, both in the United States and in Israel, have responded very, very positively to my proposals. This surprised me because, from an Orthodox point of view, my proposals should label me very clearly as a heretic. But rabbis, including some very prominent rabbis, have spoken very, very, very positively to me about the book. I think that there's a great deal of interest in Orthodoxy in acknowledging that modern historical, philological study of the Bible has valid points, and that recognizing that doesn't necessarily have to undermine Jewish tradition as a whole. So even further to the right, I think that there is a lot of interest in this way of thinking. I would emphasize more the theopolitical than my colleague, although I do agree that proper historical contextualization would solve issues related to feminism, women's rights, issues in fiqh and sharia, and legal reasoning and legal rulings, and so on. However, few Muslims, if at all, and this is a recent phenomenon, practice the historical critical method. Most of the historical critical science or knowledge produced on the Islam has been produced by non-Muslims. And of course, they did their best, but I think it would have a different quality and a different character once Muslims start engaging in it, and they will bring in a fresh light to their own tradition. Now, regarding dogma, the current and prevalent dogma today in the Arab-Muslim world, I only will comment on the Arab part, because if you go to Indonesia, you'll find something completely different, is a form of Salafism. Now, Salafism, literally meaning forefathers or returning to the forefathers, is essentially a position vis-a-vis history. It is a solution to the current in reference to the previous. And a historical critical approach to that, especially the kind of literature about the reception of Islam as an apocalyptic movement, etc., the stuff that actually reinforces some of the currents, the intellectual currents within the Salafi crowd, because they're not all the same. They are
massive differences within this crowd. Now, I think there's something in medieval philosophy called occasionalism. It is, how do you explain that two cuckoo clocks ring at the same time, although they're not related? Well, they have the same inner mechanism. That's how it happens. And it was used in medieval philosophy, among other things, to explain similarities in the creation of the world by appealing to the same maker. There is something similar. There is a kind of occasionalism, say, between the emphasis on early Islam in the post-war production, knowledge production on Islam. There's really a strong emphasis on the Muhammadan moment and Salafism. They are ringing or singing a similar tune, however, each in a different tempo or with a different purpose. Now, I might have digressed a little bit here. Let me get to the point. The point regarding education and the theology that we have today is to treat a zeitgeist that is gaining traction in the Arab Muslim world, which is this not only Salafi interpretation of the Quran, but Salafi eschatological interpretation of the Quran. And I don't mean here the Shiite version. I mean developments in the last 10 years, 5 years to be precise, where there is a realization that this text and the commandments and the community of the Prophet functioned along these lines. And they are here to complete what was not completed 1400 years ago. And you'll be surprised when you read their literature, and I mean by here the Islamic State, when you read their literature, how much reference and material is learned from what is produced, especially in North America and even here. So this occasionalism, I think, is we should be mindful of it, because it is beginning to this knowledge is beginning to translate itself theopolitically on the street. By the way, the Islamic State is the first eschatological movement among Sunni Islam since the 19th century. Since 1846, I think, was the Mahdi of Sudan declared himself an eschatological savior. And this movement was thoroughly rejected. Even the rise of Israel as a form of an eschatological theopolitics, and Iran in the last 40 years, they were 40 years anniversary in February, did little to activate the eschatological imagination of the Sunnis. But now we're seeing it springing to life. Hier vorne gab es eine Meldung von Ihnen, habe ich gesehen, und Sie habe ich auch gesehen. Ja. Meine Frage ist super kurz. Sie hatten vorhin, also Herr Al-Masri hatten erwähnt Ihre Doktormutter und waren so begeistert von einem Buch Ihrer Doktormutter. Ich wollte fragen, ob Sie das mal wiederholen können, weil ich würde das dann mal lesen wollen. Das ist jetzt nicht so, was die Diskussion weiterführt, aber ich mich... I never thought I would be promoting Angelica's work, but it's definitely something to be studied. Koran als Text der Spätantike, I think it appeared in 2012. So, dann würde ich Sie noch eben bitten, dass wir ein Mikrofon eben hier vorne hinbekommen. Kommt. Also ich möchte gerne eigentlich in Bezug die Bewegung, die jetzt in der islamischen Welt, so auch vor allem in arabischen Ländern, was das jetzt auch hat sich resultiert in diese Daesh, muss ich dann historisch betrachten, was jetzt passiert eigentlich in der islamischen Welt, welche Entfremdung da entstanden und warum solche Bewegungen eigentlich entstanden. Ohne das wird die Sache wirklich nicht so ganz klar. Das ist der eine. Also das ist seit dem Osmanischen Reich nicht mehr existiert. Sie hatte gewissermaßen eine
Ruhe in die islamische Welt oder zumindest nicht so viel so radikalen, sag mal, Bewegung da gab oder zumindest so einschränken. Dass so dieser Aspekt muss man auch da diese Bewegung betrachten. Also das andere ist, Sie haben erwähnt Tunesien. Es gibt so einen bekannten Denker oder Philosoph, zur Zeit heißt Abu Ya'rob al-Marzouri, du kennst ihn vielleicht, ja. Ich denke, er hat so diese Konzepte Islam eigentlich nicht so, also Wasati, sag mal so. Also Wasati heißt Mittel. Es ist nicht jetzt extrem. Im Grunde, was jetzt die moderne Welt zum Beispiel erschaffen hat, wobei auch historisch gesehen, der Islam hat mitbeteiligt sozusagen, wenn wir jetzt die Andalus und so weiter das betrachten, nicht abgeneigt. Nur, er hat gesagt, es fehlt was, und zwar die ethische, moralische Aspekt bei der Islam. Und darum also bringt das, das ist jetzt diese, also im Grunde der Islam hat keine Konflikte mit anderen, sogar, ich glaube, das haben Sie auch erwähnt, in Mu'tazila und so weiter, diese Zeit, als die Muslime konfrontiert mit anderen Kulturen, haben sie die aufgenommen, mit denen auseinandergesetzt und haben sie verschiedene Schulen auch da entstanden. Also im Grunde, er ist nicht abgeneigt. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ja, also die gute, auch in die Jahiliya, ja. Also jetzt jeden Fall diese Blickwinkel, wo hier in den West, also der Islam ist so schrecklich und unkompromiss und dogmatisch und so weiter, es ist nicht der Fall. Okay. Also, gut. Dann leite ich jetzt mal über und dann, genau. Können Sie dazu was sagen? I would certainly agree. The statement is not a statement about Islam as such. It is about the possible consequences of a particular marriage between early Islam or the Quran as a phenomenon and history. And the moment you mix this eschatological canon and eschatology also, I should put between parentheses, I've been using only one meaning of this expression, which is the theopolitical interpretation of eschatological passages into the lived political action of the community. It has several other meanings. There's the sublimated eschatology that takes it to the spiritual level. There's the transmuted eschatology that makes it a moral issue, where the Quran is interpreted allegorically as the consequences, the long-term results of what we do, good or bad, and so on. So I am not reducing, I am focusing. This is a very important thing. Now, I think the Mu'tazili debate on the historicity or ahistoricity of the Quran was part and parcel a treatment of the eschatological issue. And by arguing for the uncreatedness of the Quran, they reduce its authority over history, right? It becomes a cultural object of its time, and the participatory theology or participatory revelation, and by the way, I have a question on the difference, is heightened, is increased, its role is increased. Early exegesis, now if you look at the early hadith, they are full of fitan wa malahim, the wars and tribulations of the end times. You will not find any mention of them in the exegetical literature. None of them mention them. Now, why? What's happening? I have a theory. I'll give it to you quickly, and it fits in with the moral and ethical Islam of al-Marzuqi, Islam as an ethical contract rather than a religious or one political philosopher that I apologetically mention in this Jewish venue is Carl Schmitt. Carl Schmitt responds to contractarian theories by saying of Rousseau and Hobbes, the English and the French tradition, and says, well, the basis of the social contract is not, or the basis of the authority of the state, excuse me, is not the social contract.
Hume is right. There was never such a contract. The basis of the state's authority is the Katechon, an expression he takes from Paul's letters to the Thessaloniki, if I'm not mistaken. Now, the Katechon is Greek for withholder, or the what stops, and it is what withholds the apocalypse, what stops the apocalypse. And it's proposed that the church functions as a katechon, as a withholder of chaos. So it would preach the hereafter, it would speak of the hereafter in ethical and moral and spiritual terms, but it would withhold the theopolitical katechon. The katechon would withhold the theopolitical apocalypse. Now, if you want, in the Islamic tradition, the katechon is the sedd of Alexander the Great, the barrier that he built to hold back Gog and Magog. It is a katechonic structure. It is it's a theopolitical function to stop the apocalyptic chaos. Now, where is the katechon in the Islamic tradition? It's exegesis. Exegesis is precisely the katechon. It takes away the theopolitical dimensions of the Quranic eschatology and transmutes the eschatology into the moral, spiritual, and so on, and pushes the apocalypse into meta-history. It will not be a historical event, and the answer to when is the hour, al-muha and Allah, only God's about it, God knows about it, becomes dogma. This is the first thing you will hear from any scholar when you ask him about the hour. So you are absolutely right that the, if you want, post-exegetical Islam worked out a community's interpretation, participated in the meaning of revelation, and was able to diffuse the tensions with Ahl al-Kitab within the Islamic community, the different players and so on, and made the whole thing into an ethical dimension. Sufism, its interpretation of eschatology, and actually Sufism, which is the prevalent popular Islamic, or the prevalent form of popular Islam, is very anti-eschatological. It's contemptus ultramundi. We don't care about what happens after. We love God for the love of God. Yes. Now, this is the kind of theology that I think we should be focused on, and not early Islam and modern times, the 1300 years in between. You, Professor Sommer, you had a question too, and you also. May I? Sorry. You already mentioned it. Yes. Well, you once mentioned participatory theology, which I would sign immediately, but and sometimes you say it's participatory revelation. Is there a difference, and what is it? So I use both terms. I'm using a bit of a shorthand. I guess the full term would be participatory theory of revelation, ein Teilnehmen der Theorie der Offenbarung, and then I use the term participatory revelation to really mean the participatory theory about revelation. But when I say participatory revelation, I think that still makes sense, because the most surprising aspect of my proposal is not just that God revealed a particular document and Israel's participation, the Jewish people's participation, began after the download of the document. But what I'm saying is that the act of revelation itself at Mount Sinai was one in which Israel is participating from the very beginning, that there's something dialogical going on from the very, very beginning. And it's for that reason that I ended up saying that an implication of the participatory theory of revelation is that the Bible itself, the written Torah, the Torah Shebichtav, comes to be really another form of tradition, of oral revelation, of oral Torah, of Torah Sheba'al Peh. And on the one hand, that really, I think, is the most radical aspect of my theological constructive proposal. I'm sort of demoting, I'm downgrading the Bible
and saying that it's just another form, it's a very another form of tradition. Scripture is another form of tradition. The Bible is the earliest form of the oral Torah. That sounds, I think, very, very radical, and even in more liberal communities, even, let's say, in my own seminary, I think there are people who are uncomfortable with that proposal. But the truth of the matter is that in Judaism, on a practical level, the oral Torah really is much more important than the Bible itself. The Talmud is more important on a practical level than the Pentateuch. And so my downgrading, in some ways, it's also an upgrade. But part of what comes out of that downgrade is that a certain lack of, well, it introduces a certain lack of confidence in what we find in the Bible by admitting that the Bible itself might make errors, that the Bible itself might contain mistakes. I think that when we make that admission, it follows that it just makes sense to be more flexible about the whole system. Getting back to the political issues that somebody asked about before, if even the Bible itself is the product of humanity's response to God's revelation, then the extent to which you're going to go out there and kill somebody because of something that you read in the Bible is probably going to be a lot less. It's not worth killing somebody over something when we realize that there might be a mistake in there to begin with. And I think in that respect, that religiously speaking, my proposal is actually much more productive and less threatening, less undermining than people realize. Insofar as it encourages humility, it encourages this demut, this humility that I'm talking about, it can lead people away from religious extremism, perhaps, in ways that are very religiously authentic. Can you relate to that from your area of study? I think Neuwirth is very relevant here because she makes of the notion of the community and the role of the community in the authorial process something similar to what you're doing. Among other things, she relies on the dialogical nature of the Quran as the participatory level, as the participatory aspect, excuse me. I see this point. I have to really think about it. There is something definitely true about it. Even in the Quran, you see the role of the community, their dialogue with the Prophet, the response of the unbelievers, shaping de facto in the nature of the text. Shaping, they are present, they are speaking, they are asking, they are rejecting, etc., etc. They're shaping the nature of the scripture. If there is anything that, I think criticism is the highest degree of respect, maybe after imitation. But if I may wonder about something, there is something that there's an element that should be preserved in the relationship to the divine and in the relationship to revelation. And I don't mean by revelation here the text, the scripture. I mean the revelation by revelation here the knowledge of the heart, the gnosis. There's something to be preserved for those who say, I am able to know the truth about my heart through my truthfulness, my goodness, and my beauty. I am aware of the answer, and I can find the answer without being arrogant, with full humility, actually. But that is a different theological aspect, and has little to do with the text. It's just a comment. You don't have to respond to it, but of course I'd love to hear you. I think that the certainly in Jewish mysticism, there are descriptions of people who have an experience of direct contact with God. The question is, to what extent does that experience in medieval or modern Jewish mysticism lead to some normative statement on the part of the mystic? To what extent can the
can the mystic move from his or her own experience of direct experience of God to legislating on behalf of the nation? And I think that there was a tendency among scholars of Jewish studies to say that no, mystics never did that. They never made that move. But more recently, by recently I mean even in the past 40 years, scholars have realized that there were mystics who did make that move, that there are cases of mystics ruling on issues of law on the basis of a mystical experience. But I guess I'm a little worried about that possibility, because it becomes so easy for that to become sort of a carte blanche, that becomes sort of a license to reshape the whole tradition in one's image. I think that if it's the community as a whole over generations that legislates, that writes the laws, that shapes the texts, then no one individual's voice has to predominate. And I guess I'm just worried about that, the possibility of one individual, one charismatic individual, legislating on the basis of his, usually his, experience, because it can be and it has been so dangerous in many cases. I wonder if I might follow up on a similar point. You and I both talked about the tension between understanding scripture, whether the Pentateuch or the Quran, as being written by earthly means, or that is by an earthly set of authors, versus seeing scripture as being written only by a heavenly author. We both talked about that tension. We both talked about how the tension need not be a conflict. So many people in both communities, actually Jews, Christians, and Muslims, assume that modern historical research about scripture, whichever scripture we're talking about, that shows that these are humanly authored documents, is in conflict with the idea of their heavenly origin and is therefore in conflict with the religion as a whole. I was trying to present a way of seeing the Pentateuch and Jewish tradition generally as involving both heavenly and earthly contributions, even though the wording is earthly in the end. I wonder to what extent do you see that as a possibility in Islam, in constructive Muslim theology, and to what extent does the discussion have to start after the revelation of the wording of the Quran? And in particular, I'm wondering whether you see a future for the thought of somebody like Fazlur Rahman. It seems to me that Fazlur Rahman, originally from Pakistan, lived in various places, taught eventually at universities in the United States. He seems to be a Muslim theologian, somewhat analogous, if not exactly to Heschel and Rosenzweig, perhaps analogous to the Jewish theologian Solomon Schechter, who was an early adapter of historical methods of study that he thought enhanced our religious understanding of Judaism rather than undermined it. My impression is that his ideas didn't go very far in his own day in the Muslim world. Do you think, is what you're saying, could it mesh well, could it interact well with Rahman's, Fazlur Rahman's theology, or was that just a false start that is going nowhere? Thank you for this question and for your answer. I think the Islamic world is, unlike the Jewish world, is massive. It's really massive. There's the receptions, you'll find all sorts. Maybe it's definitely the same for all, but there's a question of size. The size mm-hmm. plays a role. Fazlur Rahman received more consent as we think.
And Muslim scholars, modern Muslim scholars, really admired his work. And him and other like Ali Shariati, although they were ill-received in their time, the second generation incorporated them or incorporated their spirit into their practice. Central Asia, Iran, is a place where you see that the rejection subsided with time. Now, there is something, there's a particularity about the Quran that I'm ashamed to say I don't know if it is shared by the Pentateuch, which is that it is the, and to what extent and what's the history of that, and that it is the verbatim word of God. It is the Logos. And it has, Daniel Madigan identified something that I think should have been identified a long time ago. He says the Quran is not equivalent to the New Testament and the Old Testament, not just because they are books that they are equivalent. The Quran is equivalent to the body of Christ in the theology. In the sense that it is the concrete lived manifestation of the divine in human history. Now, saying that there was participatory revelation in the Logos is like denying the paternity of God for Christ. It is something that few people, if any, would swallow. Having said that, there is an admission that from very early on in Islam, put in the word in the mouth of the Caliph Ali ibn Abi Talib, is that the Quran is a bottomless sea whose meanings know only God. So they elevated the Logos into the source. You talked about the download process. So they said the Quran is downloaded as is. However, its meanings is known only to God and ar-rasikhina fil ilm. And of course, there's an interpretation of ar-rasikhina fil ilm are those who are established in their knowledge. And of course, there's a major debate on who are those who are established in their knowledge. So they elevated the Quran, but they built a labyrinth in front of it. And the labyrinth is impossible to cross. If you need divine authority to cross it. And it's in the labyrinth that the participatory theology, and I would retract in the case of Quran, participatory revelation. There's a participatory theology, there's a participatory exegesis in this labyrinth and in the access to the Word of God. I think this should do it as answer. And I would add, you would also need an eternal life to read all the knowledge that has been produced within the exegetical literature. It's just so vast. It's just so much. Just to build on that, so I think among many Jewish thinkers who do assume the stenographic theory, there's a very, very similar, move plays itself out. First of all, the idea, especially that the Torah, the five books of Moses, are the Jewish parallel to Christ in Christianity. That, you know, the five books of Moses are not parallel to the Gospels in the New Testament; they're parallel to Christ. That's something that I think has been widely noted in scholarship. So the same sort of logic appears there, and I think that there are a good many Jewish thinkers who build a similar labyrinth in front of the Torah, and therefore end up with a sort of participatory theology, but they insist that that participation begins after the download. After the Logos becomes not flesh, but becomes letters and words on the page of a Torah scroll. But on a practical level, the extent of participation is very, very far-reaching, because we can never know all the meaning of the Torah. We can only know what authoritative and learned and trustworthy interpreters say the Torah says. And once they're interpreting, that's already
an activity in which there's a great deal of human participation. So I think that in various types of Hasidic thought, in the thought of a variety of rabbis very, very far to the right, very, very highly Orthodox or ultra-Orthodox rabbis, one finds statements that sound oddly liberal. And so I think that the idea that in all these traditions, participation happens. The question is, where does it really begin? Does it begin, as I'm suggesting, with the writing of scripture, or does it begin the moment that the writing of scripture is done? Either way, I think that a participatory theology in all these traditions does allow for a certain degree of flexibility that encourages the humility that should be the basis of religion. You can answer on that. And then after that, I would, I think I would close our session. I mean, I have all kinds of questions and thoughts to what you just said, but please. And of course, we shouldn't deprive the audience of. But I want to emphasize what Catherine said, which is the labyrinth is partly dogma and partly practical obstacles. That you cannot learn all the sciences for mastering the meaning of the Quran within a lifetime. You have to learn the language, you have to learn the history, you have to learn the theology, you have to know the other scriptures, you have to, so that they basically, it's like it's like when you have a law in the government and the constitution is unable to remove it, so what do? They make it bureaucratically impossible to apply, and it becomes a silent law. One small point, I am less inclined, but that is temperament, and that doesn't necessarily reflect Islamic belief. And anyway, what is Islamic belief? There are versions and versions and varieties of that belief. So I've been actually speaking in error most of the time. I have something for the revelation theology. But definitely not on the level of the interpretation of scripture. This access was given to the prophet and to the prophet alone, and it's a privilege that God, or if you want, the author of history, doesn't give easily. But the revelation theology, I think, has a function that is very important to keep, especially in our modern scientific, even positivistic era, which is the knowledge of the heart, which is also the power of al-wahi in the Islamic tradition, which can be interpreted as or translated as revelation, but also inspiration. And the difference is a question of authority. And what it preserves, what revelation theology preserves, is our ability to access the truth without authority, without external authority. Our ability to learn something new from a poem, or in a drunken moment, or from looking at a flower, or from playing with our children. And all of this what modern philosophers call imponderable knowledge, knowledge that you cannot justify through rationality or empirical proof, is preserved through revelation theology. And I would agree with you as long as it stays away from the text. Yeah, thank you both very much for this interesting discussion and your very profound insights. And also thank you for the audience for staying with us and asking so many questions. And we will see each other maybe the next time or in the summer. We will see each other only in the summer, but there will be, I think, another lecture in between. I wish you a very pleasant evening, and see you again. Thank you very much. Thank you very much.